Der Brite Neil Harbison ist seit seiner Geburt farbenblind. Deshalb hat er ein Gerät entwickelt, das mit einer Kamera die Farben in seiner Blickrichtung aufnimmt und sie in Klänge umwandelt. Harbison kann damit zwar immer noch keine Farben sehen, aber hören. Und diese neue Fähigkeit begleitet ihn sogar bis in den Schlaf. Ich träume von Farben, die ich nicht sehen kann, weil für mich Farben Klänge sind. Wenn ich also vom Himmel träume, erzeugt mein Gehirn den Ton Cis in meinem Traum. Neil Harbison kann auch Farben wahrnehmen, die für andere Menschen unsichtbar sind. Infrarot und Ultraviolett. Für ihn ist diese Technologie nicht nur ein Werkzeug, das er nach Benutzung einfach beiseite legt. Er sieht sich selbst als einen Cyborg, als ein Mischwesen aus Mensch und Maschine. Mein Selbstbildnis hat sich geändert, seitdem ich das elektronische Auge als Teil meines Körpers empfinde. Ich fühle, dass ich nicht länger nur organisch bin. Noch hat Harbison nicht alle technischen Möglichkeiten seiner Konstruktion ausgeschöpft. Daher entwickelt er das Gerät ständig weiter. Als nächstes will er es teilweise in seinen Körper implantieren. Und für die Stromversorgung hat er eine geradezu revolutionäre Idee. Momentan muss ich immer noch Batterien nutzen oder meinen Akku aufladen. Eine Idee wäre, meinen eigenen Blutkreislauf zu verwenden, um den Chip mit Energie zu versorgen. Lange existierten Cyborgs nur in Science-Fiction-Fantasien. Inzwischen kann man sie zufällig in Berlin treffen. Die Softwareentwicklerin Rin Räuber ließ sich beispielsweise einen Magneten in die Fingerspitze implantieren. Also ich kann auch spüren, wenn eine Mikrowelle an ist oder Netzteile, besonders billige Netzteile, die irgendwie nicht so gut abgeschirmt sind. Mit ihrem Magnetfinger kann Rin Räuber nicht nur Metallgegenstände anziehen. Sie kann die elektromagnetischen Felder spüren, mit denen alle elektrischen Geräte umgeben sind. Für Rin Räuber ist diese Fähigkeit ein zusätzlicher Sinn und der Magnetfinger ein neues Sinnesorgan. Daran wird sie jeden Tag erinnert, zum Beispiel beim Einkaufen. Wir haben ja sowas wie diese Diebstahlsicherung mit diesen Teilen am Eingang. Und das spüre ich super deutlich. Also da vibriert mein Finger richtig. Wenn ich jemanden dabei habe, dann kann ich dem auch sagen, hier, fass mal meinen Finger an. Dem in seiner Kindheit ertaubten Blogger Enno Park ging es zunächst nur darum, wieder hören zu können. Also ließ er sich ein künstliches Gehör einpflanzen, das elektronisch an seinen Hörnerv gekoppelt ist. Dieses sogenannte Cochlea-Implantat würde er gerne selbst justieren oder gar erweitern, ohne dafür umständlich ins Krankenhaus fahren zu müssen. Kann er aber nicht, weil die Hard- und Software von Herstellern und Kliniken unter Verschluss gehalten wird. Enno Park treibt die Frage um: Wer hat eigentlich die Kontrolle über die Geräte, die immerhin in meinen Körper eingepflanzt sind? Ich oder der Hersteller? Und wie sicher sind diese Geräte überhaupt? Um auf die besonderen Bedürfnisse von Cyborgs aufmerksam zu machen, hat Enno Park in Berlin den Cyborgs e.V. gegründet. Für ihn sind die Grenzen zwischen Mensch und Mensch-Maschine sowieso zunehmend fließend. Smartphone-Nutzer gehen auch eine Symbiose mit ihrem Gerät ein. Sie erweitern auch ihre Sinne dahingehend, dass sie Informationen sehen können, die sie unsichtbar umgibt. Und sie haben das gleiche Problem wie Cyborgs, nämlich dass sie nicht immer die volle Kontrolle über ihre Geräte haben. Am Beginn des 21. Jahrhunderts sind Cyborgs wie Neil Harbison, Rin Räuber oder Enno Park eine wachsende Minderheit in der Bevölkerung. Allein 30.000 Menschen tragen in Deutschland ein Cochlea-Implantat. Wird es also für die nächste Generation schon ganz normal sein, sich das neueste Smartphone in Form eines reiskorngroßen Chips in das Ohr implantieren zu lassen? Vermutlich eher nicht, meint der Designforscher Fabian Hemmert. Das spricht bei vielen Leuten wahrscheinlich dagegen, dass ja der technische Fortschritt sehr schnell ist. Das heißt, man muss das updaten und man muss auch die Hardware updaten. Und vielleicht will man nicht alle halbe Jahre in den OP sich legen und sich ein neues Handy implantieren lassen. Es ist eben doch noch ein großer Unterschied, ob man ein Smartphone in der Hand oder im Körper hat. Ganz so schnell, wie es sich die ersten Cyborgs wünschen, werden die Science-Fictions wohl nicht zur Realität.